On the road, alone, letter in hand. One man haunts her thoughts, a familiar face, the one behind the destruction of her home. Why? What possible reason could there be? All thoughts were overcome with hatred. Vengeance would heal all wounds. But such thoughts are in the past. Now, the truth must be found before revenge can be hers. Could he truly be an enemy? The enemy she had sworn to kill? Confusion can wait. For now, a message must be delivered. There will be time enough for thought. Servus und hallo, da bin ich mal wieder, Fürst Lustig, der Bela Reti des YouTubes. Und wir sind hier beim Tenchu Fatal Shadows Video Walkthrough Mission 8, die da heißt Mühe ohne Lohn. Und erstmal finde ich es gut, dass keiner gemerkt hat, dass ich den Item Select Screen ausgelassen habe, aber das macht ja nichts, ich habe eh nur Schrott mitgenommen. Außer dem Unsichtbarkeitszauber und dem Blasrohr braucht man sowieso nichts. Und ja, das hier ist jetzt übrigens die erste Mission, wo mein geschätzter Kompagnon und ja, eigentlich nur mein geschätzter Kompagnon Graf Schabernack nicht mehr dabei ist. Es ist traurig, aber wahr, denn Graf Schabernack ist immer noch diverse hunderte Kilometer weit entfernt. Aber das soll uns jetzt den Spaß nicht nehmen, wir machen das jetzt einfach mal ohne ihn weiter. So, also wir sind hier in der, das müsste ja die vierte Mission von Rinnen sein. Und wir sollen hier die Message, sollen wir an Mimizuku überbringen. Wer das ist, das sehen wir später. Und ja, allgemein, dieser Lauf, der lief jetzt nicht so richtig gut. Ich habe es aber dann trotzdem im Endeffekt geschafft, ohne gesehen zu werden. Also es lief nicht so gut in Bezug auf die Schriftrollen, die ich einsammle. Das hätten ruhig ein paar mehr sein können. Es gelingt mir hier nicht so wirklich mal einen vernünftigen astreinen Stealth-Kill hinzulegen. Das wäre übrigens auch beinahe schief gegangen. Da muss man aufpassen. Da, wo ich jetzt hingucke, da läuft manchmal so ein Samurai hin und her. Und ja, am besten ist es natürlich, wenn man den Hund irgendwie erlegt, ohne gesehen zu werden. Beziehungsweise ohne irgendwelches Aufsehen zu erregen. Wenn man am Anfang diese beiden auf einmal ausgeschaltet hat, dann hat man auch das Problem, dass jetzt da vorne, wo diese kleine Mauer ist, da werde ich gleich hinlaufen, dass die eine Wache schon weg ist. Der läuft sonst hier immer hin und her, da wo wir jetzt gerade lang schauen, und zusätzlich ist da noch diese eine Bogenschütze auf der Brücke, was auch sehr unangenehm ist. Und noch eine dritte Wache ist noch weiter da hinten, wo ich jetzt gerade hinschaue. Ein bisschen weiter unten versetzt, und es ist also nicht ganz so leicht, wenn man jetzt, wenn da jetzt drei Wachen stehen. Die einfachste Methode ist es auch sicherlich, den auf der Brücke mit einem Blasrohr zu erlegen. Erlegen, schönes Wort eigentlich. Und sich dann dem letzten persönlich anzunehmen. So, jetzt wollen wir mal schauen, wo der denn ist. Ja, das KI-Meter steigt, wir kommen näher. Aber wenn man genug läuft, sollte er einen eigentlich nicht sehen, weil er schon so ein bisschen weiter unten steht. Da ist er. Und wieder den Super Stealth Kill versaut. Naja, ist aber auch egal. Die neuen Fähigkeiten sind zwar schön und gut, wir kriegen sowieso eine, aber... So, jetzt versuche ich da links auf diesen Vorsprung da zu springen. Es klappt aber nicht. Weil wenn man da weiterläuft, dann liegen da Rins, wie heißen die noch? Dämonenkrallen oder so. Das sind so kleine Handschuhe mit ein paar Messern dran. Und erhöhen den Nahkampfschaden. Was ja erstmal gut ist. Die verbrauchen sich auch nicht. Hier, da ist der Samurai, von dem ich eben sprach.
der, wo wir den Hund erlegt haben, der da mal hin und her läuft. Ist jetzt von dem Video sicherlich schwer zu beurteilen, wie das Level-Layout ist, aber ja, macht ja nichts. Und jetzt bleibt nur noch ein Gegner übrig. Das ist auch ein Bogenschütze. Der läuft da hinten lang. Und das dauert ganz schön lange, bis der mal sich wieder umdreht. Aber das sind wir aus Tetsu gewohnt. Wir warten uns die Beine in den Bauch und noch mehr. Aber jetzt dreht er sich wieder um und dann kann man auch hinlaufen und ihn niedermachen. Aber schon wieder nichts mit dem Stealth Kill. Ich kann auch nicht so viel. So, und jetzt wollen wir uns nämlich nochmal eben die Krallen holen. Dazu geht man mit dem Enterhaken da oben rauf. Klettert hoch. Und springt auf diesen Absatz. Und da liegt das Paket. Jetzt habe ich nur das Problem, mein Inventar ist voll. Also muss ich mal eben die Pfeile loswerden. Die wir ja leider Gottes jedes Mal einsammeln, wenn wir über so einen Bogenschützen laufen. So, und weil ich von hier jetzt auch wieder schlecht auf die Brücke komme, versuche ich auf die andere Seite zu springen des Flusses. Klappt aber auch nicht. Also fast, naja. Aber macht auch nichts, denn jetzt sind wir gleich trotzdem am Ende. Mein Stuhl quietscht übrigens die ganze Zeit. Ich hoffe, das hört man jetzt nicht. Naja, bis zur nächsten Mission. Hunt any good dragons lately? No, but I've been caught on a few of their horns. Mimizuku? You Ayame? Ayame couldn't come. She told me to give this to you. Oh. I thought I recognized your voice, kid. What the hell are you doing here, Rin? Kichigoro? Wait! You're a Gota spy? I didn't mean to lie to you or Ogin. But no use lying now. Just be sure to break it to Ogin nicely, okay? Sure. Did you read it? Good. Then it looks like I don't have to kill you. Kichigoro. Hmm? You and Ayame don't got any quarrel with the Koroya. Why? Why are you guys risking your lives like this? It's what happens when you've got a twisted sense of loyalty to your country. We're probably never gonna see each other again, so I might as well tell you. Sorry, but I don't think you're cut out for this work. What? You're too... I don't know. Caring. If you're gonna be a killer, you gotta be stone cold. So long, kiddo. Oh, you're all right. Hawkeye allows the ninja to see further than the naked eye. Legend says that the ninja had eyes as acute as a hawk's. Whether this was due to training or use of tools is not known, but perhaps it was a special skill like this that gave them this power. Ayame follows Rin through the border gate at Shishiyano. Many enemies lie ahead in waiting. Next on Tenchu Fatal Shadows, Foreign Lands. Evil will perish in a flash of crimson.